So, Freunde, nachdem wir da einmal kurz das Spiel gecrashed haben, weil ich falsche Tasten belegt habe, sind wir jetzt hier wieder zurück im, wie heißt es, My Summer Car? Sie. Gut. Wir haben das dann nochmal eben wieder reproduziert, das ist so, dass ich jetzt wieder im Auto sitze. Das heißt, ich darf jetzt das Auto wieder starten, richtig? Bitte nicht noch ein tödlicher Unfall. Ich habe jetzt einen Screenshot von dem anderen gemacht, ne? Bleibt in Erinnerung. Hast du? So. Also ich glaube, ich sollte Jenny niemals einen Oldtimer fahren lassen, oder? Nein, oder was denkt ihr? Bitte nicht. Das ist ja schlimm, wie die mit dem armen Auto umgeht. Also, wir wollen geradeaus fahren. Einfach nur geradeaus. Das ist leichter gesagt als getan. Kannst den Gang höher schalten, dann rutscht er nicht so schnell. Geh. Ist mir schon zu schnell hier eigentlich, das Ganze. Das ist nicht für Frauen, das Spiel, glaube ich. Ich sag ja, wenn ich fahren will, soll ein Wort von dir, ich fahre das Auto. Nein, das ist ja dann unlustig. So können sie sich ja wenigstens alle schlapp lachen, wie schlimm ich eigentlich hier so im PC Auto fahre. Es ist ja auch nichts anderes wie bei GTA. Da fahre ich genauso schrecklich. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als hier. Ich brauche jetzt erstmal Nervennahrung. Naja. Die Frau darf hungern. Schokolade für das Herz. Die Frau darf nicht hungern? Die Frau muss hungern. Die Frau muss Auto fahren. Ja, ist gut. Oder soll ich dir auch noch was bringen? Nein, ich muss. Darf nichts essen. Ich muss auf Linie achten und so. Auf die Ideallinie, aber die fährst du nicht. Hahaha. Alle Mann, viel so hoch, das war ein Flachwitz. Oh Mann, ey. Hier kannst du auch keinen vernünftigen Witz mehr reißen. Also denk dran, da vorne an den Bahnschienen, da wollen wir rechts fahren. Nicht links? Okay. Nein, rechts. Und bitte nicht auf den Bahnschienen fahren, das macht einem die Reifen kaputt. Bong, 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 bong. Du kannst mit der Maus auch wieder geradeaus gucken, wenn du willst. Ne? Nee, so sehe ich besser. Okay. Du musst weiter nach rechts. Bin noch dabei. Mann, du weiter nach rechts. Du fährst die ganze Zeit immer nach links weg. Du guckst nach rechts, das weißt du, ne? Du guckst nicht geradeaus aus dem Auto raus. Bin zu schnell. Zu schnell. Ist gut. Alles gut. Alles gut, solange du wild bist. Ja, das waren die wilden Kerle. Und hier ist die Jenny beim letzten Mal gestorben. Oh ja. Das war auch dämlich. Warum gibt es hier keinen Anschluss? Oh, da ist eine Tür geflogen in der Wohnung. Ich glaube, das war die Badezimmertür. Das Badezimmerfenster offen? Ja, ne? Ich glaube. Ich gehe mal gucken. Müssen wir da jetzt rechts? Ja, genau. Da jetzt rechts. Und dann folgst du dem Weg. Nur dem Weg folgen. Mehr musst du nicht machen. Ich nerv die Mücke. Ja, wenn dich die Mücken nerven, dann musst du dir im Laden gleich noch Anti-Mückenspray holen. Das gibt's da auch. Jenny, wir haben nur das eine Auto.
Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Gas geben, du hast nach vorne 2 Meter Platz bis zur Kante. Jetzt hängst du auf der Stelle. Jetzt hast du verkackt. Roll wieder zurück. Ja, musst du einfach nur zurückrollen lassen. Versuch nach rechts rüber zu kommen. Du musst auf den Weg rauf. Also Folge 2 können wir dann auch betiteln mit unterwegs. Das ist einfach das Offroad. Mehr ist das nicht. Ja, die Tür fällt dir vor der Nase zu. Die bleibt nicht von alleine offen. Steig von der anderen Seite ein. Warum duckst du dich eigentlich jedes Mal, wenn du einsteigen willst? Das ist total speziell. Links. Du sitzt ja noch nicht mal richtig drin. Du sitzt keine Ahnung, was du da machst. Bremsen. Enter. B. Enter. Setz dich mal vernünftig hin. Guck mal vernünftig hoch. So, jetzt kannst du fahren. Warte, geh was erst. Mach nichts, der Tag. Der Motor ist erst gleich um. Wir haben jetzt ungefähr das erste Viertel der Strecke. Ich glaube, ich muss gleich doch das Lenkrad abgeben, sonst sind wir in der 5. Folge noch nicht am Laden angekommen. Ich sage ja, das Spiel ist nicht für Frauen gemacht. Das Spiel ist gemacht für Leute, die begeistert sind, etwas Eigenes zu erschaffen. Denn diese Befriedigung, wenn das Auto das erste Mal läuft, wenn du alle Schrauben zusammen hast und es richtig zusammengesetzt hast, unbezahlbar. Aber wer baut denn so eine scheiß Straße hier in so einer scheiß Ecke? Warum habe ich keinen Pickup oder so? Möchtest du lieber einen Highway haben? Der kommt, auf den fahren wir gleich drauf. Da musst du nur damit rechnen, dass der Gegenverkehr kommt und Leute dich überholen. Und Leute von hinten ankommen mit Lichthupe. Ist scheißegal. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich bin doch schon vorsichtig. Hör mal weiter. Schließt immer so früh das Lenkrad ein, habe ich das Gefühl. Immer weiter. Wir müssen einmal den ganzen See umrunden. Ja, und sonst so? Halt die Fresse, ich bin hochkonzentriert. Zurück fährst du. Okay. Kein Bock mehr, Auto zu fahren. Wir fahren jetzt an einen schönen Ort. Vorbei. Wollten wir vorbeifahren. Ich fahre nicht mehr Auto. Ich kann das nicht. Ach, Jenny. Und das Ding ist, der fährt einfach geradeaus weiter, obwohl ich eingelenkt habe nach links. Kann es sein, dass du vielleicht Bodenkontakt verloren hast mit den Vorderrädern? In der Luft lenkt es sich so schlecht, weißt du? Ich
fahre nicht mehr. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Das ist blöd. Das war eine doofe Idee. Und du sagst, wir machen was Cooles. Und das ist überhaupt nicht cool. Das ist voll blöd. Wenn ich euch jetzt die Wahrheit verrate, dass Jenny mir über die Schulter geguckt hat, hat das gesehen, was ich gemacht habe, hat gesagt, voll geil, will ich auch machen. Habe ich nicht. Doch. Nein. Doch. Könntest hochschalten, fährst immer noch im zweiten. Ja und? Vorne ist eine Kurve, ich schalte auch nicht vor der Kurve hoch, das wäre ja lebensmüde. So, das hier vorne ist die Schnellstraße, fahren wir auch mal hoch. Ja, ich müsste blinken, ich habe keine Blinker, ist egal. Ich habe Licht. Nö. Oh, da kommt ein Auto vor mir. Jetzt kann ich hochschalten. So, wir fahren jetzt einmal die Autobahn hoch und die nächste Abfahrt rechts ist dann der Ort, wo wir hinwollen, zu unserem Laden. Ich habe mir auch schon eine Liste gemacht von den Sachen, die wir definitiv brauchen. Mückenspray. Nee, das ist eigentlich eher unwichtig. Mückenspray ist wichtig. Nicht wirklich, nö. Doch. Möp, hier kommt die wichtige Ersatzteillieferung. Ersatzteile. Vorsicht da vorne. Warte mal, wie konnte ich dem denn... Irgendwie konnte ich doch hier gleich Scheiße bauen. Wie sitzt es sich auf der Beifahrerseite, Jenny? Hast ein bisschen Angst, ne? Kann ich verstehen. Ich habe so einen genialen Fahrstil. Oh. Sie sagt gar nichts. Sie guckt mich nur böse an und nuckelt an ihrem Energy-Drink. Kein Product Placement, Jungs und Mädels da draußen. Kein Product Placement. Ach nein, da ist der Wichser schon wieder. Ja, freu ihn Keks. Achso, ich sollte die Handbremse vielleicht anziehen. Und jetzt ist es wieder mein Bereich. Nein. Nicht? Nein. Wieso nicht? Entschuldigung, darf ich da mal genau reinreichen? Dieser Kerl hier, ja? Hey, ob's da ist, Perajärve. Ja, du mich auch. Das ist der Angeber aus dem Dorf hier, ja? Der fährt angeblich einen fetten Sportwagen und ist der größte King der Welt. Also, falls ihr den irgendwann seht, ne, irgendwo im Spiel, gleich hinlaufen und Mittelfinger zeigen. Das kann man in diesem Spiel auch. Ich zeige jetzt nicht wie, aber. Ist auch besser so. Sitzt eine Frau neben dir. Ist nicht nett. Ja, ich mach nur die beiden Kanister für die Jenny voll. Weil ich weiß, das hätte ja sonst wieder eine halbe Stunde gedauert. Nichts böse gemeint, aber... Doch, der ist immer ganz böse zu mir. Ah, komm. Einmal bitte Mitleid in die Kommentare für mich. Jetzt fängt er an mit seinen Burnouts. Das sind Leute, die bei denen würde ich gerne mal ins Gesicht schlagen, weißt du? Einfach hingehen, eine verpassen. Los! Psst, mal einen Abflug. Psst, hallo? Ey, wenn du in meine Karri... Alter! Bist du bescheuert oder was? Hey! Hä? Alter, was macht denn der? Jetzt sag doch mal was, Jenny! Pech gehabt, du willst mich nicht tanken lassen. Alter. Ich glaube, mein Schweinfall, wie willst du denn das nachher im Onkel erzählen? Ja, da kam so ein Kerl in so einem gelben Bumblebee-Auto und meint, er wäre der Gangster. Das ist eine Biene, die macht summ, 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 summ. Oh Gott. Also, mach die Mücke weg. Huhu. Wieso kann ich da jetzt nur diese einfüllen? Das ist doch doof. Ich will da Benzin mit reinnehmen. Okay. Gut. Können wir da diese reinfüllen? Anscheinend schon, ne? Ah, da war noch Diesel drinne. Ja, gut, okay, Spiel, du hast mich erwischt. Diesel und Benzin darf man nicht mischen. Das von einem Automechaniker. Nein. Es hat schon einen Grund, warum ich das... habe Durst. Ich habe Hunger.
Was heißt Fatigue? Frei übersetzt was wie Erschöpfung. Ich bin müde. So, folgendes brauchen wir. Wo ist meine Liste? Ja, komm. Okay, wir brauchen dreimal Bremsflüssigkeit. Ich dachte, das ist ein Spiel, was ich spiele. Wir brauchen zweimal Motoröl, einmal Kühlerflüssigkeit. Zwei Takte brauchen wir nicht. Ein Moskitospray hat dir die Jenny gewünscht. Seife? Nee, brauchen wir nicht. Wir müssen nicht sauber werden. Jetzt sitzt er und spielt. Also dann kann ich jetzt auch gleich aufstehen und einfach gehen. Sag mir mal lieber, was du trinken willst. Etwas, was mir Durst löscht. Also ich habe hier Milch im Angebot. Nimm mal Bier mit zwei Kisten oder so. Zwei Kisten? Bist du bescheuert? Weißt du, was es kostet? Also eine Kiste reicht. Wir haben ja zu Hause noch eine. Hast du jetzt eine eingepackt? Wieso ist er jetzt weggegangen? Warum hier? Ich kann nichts kaufen. Der ist weggegangen. Der ist am Telefonieren. Hey. Was macht denn der da? Hey. Alter. Ich kann nichts kaufen. Der will mich echt verarschen, ne? Ja, ich glaube. Das Spiel ist schon wieder kaputt. Nö. Weißt du, was passiert ist? Kann ich dir sagen. Der hat den Shop gerade zugemacht. Der macht jetzt die Bar auf, weil es schon so spät ist. Ja. Das ist das Problem, wenn man einen ganzen Tag braucht für einfach nur einmal um die Insel fahren. Oh Mann. Ja, was machen wir jetzt? Lange Nase oder was? Können wir bei ihm erst essen und was trinken? Nö, ich kann. Ja, doch, ich kann mal was zu essen holen. Was macht er jetzt? Da. Aber ich hab Hunger. Ja, ich bestell auch noch was zu trinken. So. Jetzt habe ich ganz viel Durst. Was? Jetzt bin ich wieder wach, aber ich habe immer noch Durst. Du weißt schon, dass wir unser hart verdientes Geld jetzt hier opfern. Ja, wir müssen da übernachten. Die Bands, die Besoffenen sind ganz schön laut, kann das sein? Oh, jetzt habe ich das Bier hier hingeworfen. Wir sind so. Also diese Folge bedeutet am Ende. Strohdorf. Hätte ich dir sagen können. Das hätte ich dir sagen können, dass wir zu lange gebraucht haben. Ja, ist ja gut. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir hier irgendwo schlafen können. Aber hier ist nichts. Wir sind doch nicht müde. Ja, der Shop öffnet nicht mehr. Es wird jetzt dunkel. Ich bleib jetzt die ganze Nacht zu. Chance verkackt. Wir hatten eine Chance, die haben wir verkackt. Jetzt können wir uns hier hinsetzen und warten. Wir können die Stadt angucken. Darf ich? Du kannst dich durch die Stadt bewegen, wenn du willst. Aber es dauert jetzt reale 10 bis 15 Minuten locker, Minimum, bis der nächste Tag anbricht. Bis dahin kriegst du wieder Hunger, Durst und alles. Das da hinten ist die Inspektion, wo du am Ende das Auto vorstellen musst, damit du Nummernschilder kriegst und es fahren darfst. Aber wir können jetzt auch die Folge abmoderieren. Das dauert jetzt noch eine ganze Zeit lang. Dann wieder von vorne anfangen? Nö, wieso? Du wolltest das so. Nächste Folge fährt Jenny wieder los. Ich weiß, ich bin dämlich. Das möchte ich festhalten, habe ich nicht gesagt. Ey! Jenny, was machst du da? Ich muss mal ein bisschen Druck ablassen. Ein bisschen so. Boah, perfekt. Oh, Backe.
sieht man noch gar nicht. Alles gut. Du hast immer noch Durst. Ich weiß, wir haben kein Geld. Zu Hause steht noch ein ganzer Kasten Bier, um den man trinken kann. Aber wir brauchen garantiert noch mehr. Wir gehen jetzt ins Gotteshaus. Ist doch ein Gotteshaus, oder? Sieht so aus, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du da reinkommst. Bien geht über Studieren. Ich hoffe ja, dass ich da irgendwo schlafen kann. Schlafen kannst du nur im Bett. Und das einzige Bett, was es gibt, ist bei dir zu Hause. Wir können jetzt uns auf dem Heimweg machen. Ja, und dann wieder losfahren, oder was? Ja, geht ja nicht anders. Nee. Mal wieder einen Tag unterwegs, oder was? Nicht, wenn du vernünftig fährst. Ich fahre nicht vernünftig, das weißt du. Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, wie wir es geregelt haben, seht ihr dann in der nächsten Folge von My Summer Car. Ich sage, wir fahren definitiv nicht nach Hause. Nein, nein. Also das ist ja... Das habe ich auch noch nicht erlebt. Jetzt kommt hier wieder der kleine Klugscheiß. So, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. 18 Uhr. My Summer Car. Und dann kriege ich wieder doofe Kommentare von der Seite, weil ich so scheiße Auto fahre und so. Wahrscheinlich das Schrauben kann ich auch nicht. Abwarten. Beim Schrauben setze ich hohe Hoffnung in dich. Da glaube ich echt an dich. Beim Autofahren habe ich gerade alle Hoffnung verloren. Mein Gut, dass ich in Real Life besser fahren kann. Also ihr Lieben, macht's gut und bis dann. Tschüss. Ciao.